mal, du weißt schon, dass wir da landen wollen, ne? Ruhig. Oh mein Gott. Was geht? Ich bin der Iblali. Und ich befinde mich in Hamburg. Und Witz, jedes Mal, wenn ich hier bin, ist es einfach nur ein geiles Gefühl der alten Heimat. Ich fühle mich zwar in Köln wohler, aber Hamburg ist einfach die schönste Stadt. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, Props an die Hamburger von Dörbunali, Digga. Jedenfalls kann ich jetzt endlich wieder Felix und Kabi nerven. Ein Like für Kabi und Einkommen für Felix. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Denn das Video hat einen anderen Sinn. Und zwar habe ich jetzt eine Woche nach der ersten krassen Ankündigung. Eine zweite krasse Ankündigung, oh mein Gott. Mann! Genau, ihr habt richtig erkannt. Angry Birds. Das hieß jetzt aber nicht, dass ich das Spiel scheiße finde, aber manchmal... Und jetzt, meine Freunde, kommt dazu ein Kinofilm raus, und zwar Angry Birds, der Film. Einige Leute denken sich jetzt bestimmt, hä, aber... Aber der Film hat wirklich Humor und er hat auch wirklich einen Plot. Und ich, meine Freunde, spreche damit, wer hätte das gedacht? Aber ich bin einfach mal der durchgeknallste Charakter überhaupt namens Bubbles. Legt euch nicht mit Bubbles an! Ich hab doch gesagt, legt euch nicht mit mir an! Das da ist Bubbles und das ist halt so ein richtiger Vogel, ne? Und jetzt kommt das wirklich krass, womit ich halt selber gar nicht gerechnet hätte. Und zwar wurde ich im Rahmen des Films eingeladen auf einen fucking Flugsimulator. Ich werde mich gleich auf den Weg machen zum Flugsimulator. Scheiß auf YouTube, Freunde, ich werde Pilot. Aber das war nicht Flugsimulator 2013, sondern ein echter Flugsimulator. Ohne Witz, das war auch ein echtes Cockpit aus dem Flugzeug entnommen. Aber das wirklich Abgefuckteste war, das Modo von den Fantastischen Vier war sozusagen mein Sensei. Surprise, Motherfucker! Er spricht übrigens auch in Angry Birds mit, deswegen war er da. Auf jeden Fall konnte ich da unter anderem lernen, wie man wirklich ein Flugzeug fliegt. Das hier ist Gas. Und das da links ist dein Joystick. Und links daneben, die ist dieser Drehregler. Es gibt einfach unendlich Knöpfe in diesem Cockpit und du hast permanent das Gefühl, dass wenn du auf einen falschen drückst, alles explodiert. Über dir sind gefühlt zwei Mischpulte. Aber ohne Witz, das hat sich gar nicht so schwer herausgestellt. Aber klar, der Abflug war wirklich Mörder. Dieser gelben Linie da folgen, die ist quasi unsere Linie, die auf die Nase geht. Alles klar, ich glaube, das kriegt du einigermaßen. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, wir werden sowas von abstürzen. Jetzt brauchen wir eine Gedenksekunde, bis es geht. Ich richte mal das Flugzeug ein bisschen aus. Höher, wir sind zu flach. Ich fühle mich gut, also noch. Aber ich sehe auch von links ein bisschen Land, das ist schön. Wenn ich mein eigener Passagier wäre, hätte ich mir ohne Witz gedacht, Rip in Peace, Rest in Rip. Aber nach dem Abflug ist es mega chillig. Und das liegt ganz bestimmt nicht daran, dass der Autopilot alles macht. Aber ich glaube, wenn ein Pilot irgendwas passieren sollte in Zukunft, könnte ich die Menschen im Flugzeug retten. Auf jeden Fall hat mir der Legendary Fanta 4 Rapper alles erklärt. Und ihr seht in meinem Ausdruck, dass ich definitiv alles verstanden habe. Was denkst du, was das für eine Richtung ist von der Kompassrose? Einfach Westen oder? 60. Ach so. Ja, diese Urkunde hier habe ich mir definitiv verdient. Sind wir nicht fabulous? A-Floor, was könnte A-Floor bedeuten? Ich weiß es nicht. Wir werden alle sterben. Auf jeden Fall haben wir noch so ein bisschen über unsere Rollen im Angry Birds Film gesprochen. Mein Charakter ist der Mighty Eagle, der mächtige Adler. Das ist die beste Sonderwaffe, die es bei Angry Birds gibt. Und es ist der einzige Vogel in Angry Birds, der fliegen kann. Ja, meiner kann sie aufblasen. Sehr gut. Wie war das denn für dich, das Synchronisieren? Das hat super Spaß gemacht. Vor allem ist das ja so ein mega verrückter Charakter. Also es ist voll meins. Bei den Cartoons kann man ja auch, muss man eh so ein bisschen übertrieben sprechen und so. Das war der mächtige Adler, spricht so. Und der Flug verflog wie im Fluge. Und irgendwann kam die verdammte Landung. Ohne Witz, ich wusste, dass es eine Simulation ist, aber ich war trotzdem so gestresst, Mann. In meinem Kopf einfach nur Scheiße. Guck mal, du weißt schon, dass wir da landen wollen, ne? Ruhig. Und bremsen. Aber tatsächlich habe ich es geschafft, noch irgendwie zu landen. Kein Plan, wie ich das gemacht habe, aber anscheinend bin ich echt gut. Aber dann sagt Smudo auf einmal, yo, aktivier nochmal das Gewitter mit Schnee. Ich will nochmal landen. Und ich dachte mir einfach nur, Digga, was? Oh mein Gott. Here goes down. Das ist echt wackelig. Aber das war für ihn eigentlich kein Problem, der ist einfach gelandet und hat absolut keinen Fick gegeben. Und dann habe ich die Urkunde bekommen, die ich auf jeden Fall verdient habe. Ohne Witz, ich muss zugeben, ich habe mir das anfangs so ein bisschen langweilig vorgestellt, aber es war einfach so geil. Scheiß auf YouTube, ich werde Pilot. Tschüss. Die Premiere zu Angry Birds, der Film, ist schon am 1. Mai. Und zwar in Berlin. Dort habt ihr die Möglichkeit, mich zu treffen und den Film vor allen anderen zu sehen. Und ihr könnt für den 1. Mai ein Premiere-Ticket gewinnen. Und dazu tut ihr folgendes. Ihr schreibt unter diesem Instagram-Bild von mir, Hashtag iBubbles. Und ich werde mir eine Person rauspicken und ihm zwei Tickets geben. Tickets sind aber ohne Anreise und Hotel, just saying. Der eigentliche Kinostart steht hier unten. Wir, meine Freunde, sehen uns auf der Premiere. Hier, meine Freunde, geht's zum neuen Format von Dörbunali. Und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich habe geguckt. Und wir sehen uns.